Hallo meine lieben Freunde, danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen zusammen eine weitere Runde von Turmoil. Ja, letztes Mal hatte ich ja erwähnt, ich werde die Folge wahrscheinlich zerschneiden. Ich habe mir die Gesamtlänge nochmal angeguckt gehabt und nee, die Gesamtlänge sagt mir, es ist doch eine Folge. Es ist okay, ist ein bisschen länger als geplant, aber was soll's. Wir hatten vorgespult mit der Zeit etc. Dementsprechend kam das ja ganz gut hin. So, wir haben noch 25.000 und ich würde mal sagen, die bewahren wir uns tatsächlich auf, dass wir dann uns auch noch demnächst das Seismic-Teil holen sollten. Würde ich gut finden. Wir brauchen 50.000 für die Investition, die ich zumindest noch vorhabe. Ding, 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 dann ging das Geld rüber. Kann gleich nach rechts das Pferd. Zumindest bei dem aktuellen Preis. Und wenn unsere Homies hier gleich ganz, ganz schnell Öl finden, dann werden wir auch schnell nach unten graben können und noch verkaufen für einen super Preis. Der ist wirklich gut. Ah, ich befürchte, die sind noch ein bisschen lahm. Ich weiß, die kann man beim Laufen schneller machen. Heißt aber nicht, dass sie dann auch schneller Öl finden. Schnellere Beine heißt nicht schnellerer Kopf oder schnellere Arme. Und direkt angebohrt, nice. Dann gucken wir mal, was der hier hinten hat. Wir kaufen uns gleich noch ein Pferdchen, bevor ich es vergesse. Diese, da sind wir schon unter 1 Dollar, verdammt. Ja, das ist nett, dass du dich bequemst, hier auch mit abzufördern. Und rein damit. Dann können wir uns noch ein Pferdchen leisten. Wir verkaufen noch mal schneller am Anfang. Hier kann es ja nicht unter 81 sinken. Ah, das hat uns ja ganz günstig gekauft in der letzten Folge. Der ein oder andere erinnert sich ja. Das bedeutet, wir können alles hier hinten abschieben. Sehr gut. Sehr, sehr gut ist das. Dass unsere Pferdchen so lahm sind, ist nicht sehr gut. Wir müssen unbedingt das Upgrade machen. Hallo? Ich habe sogar zwei hingepackt. Wenn der eine so spät los ist, kann ich denn dafür? Verdammte Kacke. Mann. So eine Scheiße. Hier, komm, holen wir das achte Pferdchen auch gleich. Dann haben wir wieder 8. Verdammt. Das finde ich jetzt gerade sehr ärgerlich. Guck mal, wieder eine. Der steht hier nur dumm rum und dann gibt es wahrscheinlich wieder Spirit-Schwein. So, hier. Verdammt. Fängt ja nicht gut an. Kein guter Start für diese Folge. Kein guter Start. Ich hätte vielleicht das Upgrade ein bisschen warten müssen. Oder warten lassen müssen. Verdammt. Naja, gut. Werden wir jetzt so nichts mehr dran ändern können. Spirit Shrine ist durch. Wir leben mit dem, was wir hier anrichten. Absolute Umweltkatastrophe und zwar. Hier haben wir Öl gefunden. Und ein bisschen links daneben. So. Oh, ist das ein großes? Ich weiß es nicht. Ob das so groß ist. Oh, das ist aber groß. Wenn das überhaupt ein und dasselbe ist. Oh, das scheint auch groß zu sein. Hier scheinen wir ziemlich... Oh, die Mutter aller Ölfelder. Hol ich tatsächlich noch zwei Pferdchen und mach mal ein Mega-Upgrade. Weil das auch so groß ist, werde ich es auch gleich anbohren, damit es ein bisschen schneller geht. Alter, das sind Mega-Ölfelder. Wir haben, glaube ich, die... Da weiß ich gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Was? Du hast noch was gefunden? Hier ist noch mehr Öl? Wo soll denn da bitte noch mehr Öl sein? Das sind Riesenölfelder. Alter, Belli. Ist das immer noch ein oder dasselbe oder ist es ein weiteres? Ich glaube, das ist ein weiteres, oder? Weiß ich nicht. Wir haben ja noch nicht das Seismic-Teil, immer noch nicht. Oh. Nee, ich glaube, das ist ein neues Ölfeld. Weißt du was, wir bohren jetzt einfach mal dahin. Und dann gucken wir mal, ob es ein oder dasselbe ist. Ja, ist ein oder dasselbe. War jetzt zur Verifizierung jetzt nicht der Mega-Hit. Ach, guck mal, jetzt ist der weg. Willst du mich ärgern? Das war eine Falschmeldung, die der gemacht hat. Der war bestimmt vom Gegner bestochen.
Die Geschwindigkeit finde ich gut. Aber wir werden doch bestimmt mehr als nur die 3 Ölfelder haben, oder? Nur 3, also 3, ne? Ich glaube, ich werde für 81 tatsächlich auf die Silos verzichten. Ich weiß nicht, ob das clever ist. Wahrscheinlich nicht. Wieso habe ich das Gefühl, hier hinten müsste noch was sein? Gott, werden wir die überhaupt noch schaffen, leer zu pumpen? Na gut, wir sind erst im Mai. Das könnte vielleicht reichen. Mal gucken. Genug Pferdchen haben wir auch. Total übertriebene viele Pferdchen. Gut, dass wir uns das bei dem in Sanun geholt haben mit dem Preis. Für 3.300, das ist ein Spottpreis gewesen. Das sagen wir anscheinend schneller leer, als ich gedacht hätte. Wir sind schon hier. Das ist immer noch riesig. 2 Sucher und nichts gefunden. Alto. Ihr enttäuscht mich, meine Jungs. Ihr enttäuscht mich. Naja gut, die nächste Investition, die wir uns jetzt hier gerade mit dem Level holen, ist tatsächlich dieser seismische Schock. Das weiß ich jetzt schon. Oh, hier links steigt der Preis. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Unsere Pferdchen langweilen sich ja zum Teil. Das wollen wir nicht zulassen. Langeweile gibt's hier nicht. Wie gesagt, genug Pferde mit der genügend Geschwindigkeit sollten wir haben, um auch das Öl schnellstmöglich aus der Erde zu holen. Euch mal das Rad an, wie schnell das hier pumpt. Nichts gefunden, ehrlich? Müssen mir das die Maulwürfe erstmal wieder verifizieren, dass die Aussage richtig ist. Ich beobachte, weil links haben wir 92, rechts 93. Ah, jetzt fallen bei beiden die Preise, so eine Kacke. Ich glaube, links fällt das schneller als rechts. Noch dieselbe Preiskategorie. Ja, immer noch gleich. Na, wird sich nicht lohnen. Wenn er bei 81 stehen bleibt, die 2 Cent oder sowas Differenz. Jetzt sind sie immer noch gleich. Vor allem ist der Weg hier kürzer. Ja, jetzt habt ihr mal ein bisschen Arbeit hier, ne? Nicht mal so faulenzen. Ich glaube, das kommt genau hin. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt und... Oh, wir kriegen richtig Geld dafür. Mussten relativ wenig investieren, um relativ viel Öl rauszubekommen. Ja, natürlich immer in Relation zueinander. Aber ich denke, das ist schon ganz gut, wie wir es gerade machen. $83 und $85 und so ist natürlich alles unter $1. Ist nicht so schön, aber wir kriegen schon gut Geld. Ist schon okay. Wir pumpen die Ölfelder leer. 3 Stück, ein bisschen wenig. Schade drum. 2, 3 Stück, aber naja gut. Was will man haben, ne? Was soll man dazu sagen? Ist wie es ist, da wollen wir uns jetzt auch nicht beschweren. Nur mit der Spirit-Schwein ärgere ich mich ein bisschen. Spirit-Schwein. Ich sag immer Spirit, ist aber hat nichts mit Geistern zu tun. Guck mal, die meisten Pferdchen langweilen sich schon wieder. Wenn das weiter so geht, haben wir tatsächlich in einem halben Jahr die Map abgearbeitet.
Was bedeuten würde, die Folge wäre ein bisschen sehr kurz, dann würde ich wieder ein weiteres Stück Land mit abfarmen, dann wird es wieder eine etwas längere Folge, aber besser als so ultra kurz, oder? Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Oh, über $1, das ist gut, das ist sehr gut. Hoffentlich hat es hier noch ordentlich Öl drin. Oh, kein Öl mehr. Ja, ich hätte es nicht sagen sollen. 50.000 werden wir nicht kriegen. Sehr, sehr schade an der Stelle. Ein bisschen Dollar haben wir noch bekommen. Na gut, dann beenden wir tatsächlich mal alles. Diamanten gab es keine. Ja, 3 große Ölfelder. Wir haben alles. Uns wieder 2.500 Spillage Fein. So eine Scheiße. Der Bonus und nochmal das Endverkaufen ist genau die... Ah, das ist eher ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich, Leute. Aber 50.000, nice. Die haben alle sehr viel Geld. Wir haben ja auch sehr viel Geld. Damit wäre denn wir uns das kaufen. Was haben wir den Seismen? Ja, ich... gucken wir erstmal, was der Saloon sagt. Ja, ne. Wir können, das ist so eine Art Spillage-Fein-Versicherung, die wir uns holen können. Holen wir uns erstmal ein neues Stück Land. Sehr gut lief das. Sehr gut. Sind das... Auf welchem ist denn der? Already Mined? Sind das 2 Stück? Ach, diese haben beide? Der hat er das zusammengefasst? Oder wie soll ich das interpretieren? Ich gehe hier in die Ecke. Ich verspreche mir von der Ecke sehr viel. Wir machen tatsächlich 2 Länder jetzt in einer Folge. Wir haben noch 40. Ah. Ich will das so gerne. Dann hätten wir das auch. Und den holen wir uns dann auch noch in der nächsten Folge. Aber erstmal machen wir das jetzt hier. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Okay, wir können... Oh, das ist nicht mal teuer. Damit können wir das Silo upgraden. Eine größere für 7.000 und... Das ist gar nicht mal so schlecht. Wisst ihr was? Das holen wir uns auch noch. Ja. Ich bin heute mal ein bisschen spendabel, was mein Geld angeht. Mal wieder. Wir stecken alles, wir refinanzieren unser gesamtes Geld. Ja, unsere Maulwürfe können nun 12 anstatt 9 Felder abgraben. Und das ist dieses Seismik-Teil, was ich jetzt machen musste. Oh. Aber wenigstens mal an der Stelle, die sich gelohnt hat. Wehe, du findest das jetzt, dann verprügel ich dich. Okay, der hier hinten hat was gefunden, sehr nett. Oh, hier oben schon direkt. Nicht zu tief, nicht zu tief. Oh, dran vorbei. So ein Kack. Na gut, dann müssen wir von hier aus nachher den nach unten. So eine Scheiße. Das ist natürlich sehr schlecht gelaufen. So, noch ein weiteres Pferdchen. Und du hast hier hinten noch Öl gefunden. Jetzt hat er das gefunden, ehrlich, wovon ich sogar schon Öl verkauft habe. Ich sag dazu nichts. Ein viertes Pferdchen. Denn mit dem vierten Pferdchen werden wir dafür sorgen, dass wir den hier mal ein bisschen ausleeren. Maulwurf. 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 Und schon sind wir pleite. Ich habe uns tatsächlich schon bankrott gemacht. Aber wir kriegen ja noch Öl. Was wir wieder gut, hoffentlich guten Preis verkaufen. Es tut mir leid. Spontan Hustanfälle. Woher kam die? Ich habe ein Stück Krümel im Hals gehabt. Kennt ihr bestimmt, wenn irgendwas im Hals stecken bleibt. Boah. Oh, das ist ja ganz schön groß. Alles noch hier hinten. Über $1. Über $1. Beeilt euch. Oh Gott, ist das groß. Ich kann hier nur weitere Upgrades machen, wenn... Ah, verdammt. Ich noch ein Pferdchen kaufe. Und noch ein Pferdchen kaufe. Sie auch noch sagen, die dürfen mehr transportieren und ein bisschen schneller fahren. Gut, dass ich das hier noch nicht geupgradet habe, sondern dass da so eine Art Flaschenhals entstanden ist. Aber wir werden trotzdem noch 2 Pferdchen brauchen. 8 Stück, die ich mal von aus, werden wir auf jeden Fall brauchen bei der Größe, die wir bis jetzt gefunden haben. So, jetzt darfst du hier suchen.
machen wir den mal ein bisschen, machen wir die beide mal ein bisschen stärker. Hier, dann wird hier deutlich mehr Öl gefördert. Ach, hier auch, kommt. Wisst ihr was, da sind wir mal so. Ah, die Preise fallen schon wieder so. Das ist sehr ärgerlich. Hier ist Öl. Wo soll denn da Öl sein? Da ist Öl. Okay. Oh, oh, oh. Ich sehe hier schon Rock. Na gut, wir kriegen ja dann auf jeden Fall das wieder. So, da sind die Pferde auch schnell genug, um auch die höheren Massen abzutransportieren. Machen wir gleich. Ja, ich darf ein Upgrade machen, habe ich auch schon gemacht. Verdammt. 750. Ist ganz schön teuer, ne? Und wir werden da nicht anders durchkommen. Wir müssen es investieren. Die ich jetzt gerade nicht habe. So eine Scheiße. Ich kann sie auch nicht schließen. Ah, verdammt. Ah, das kommt davon. Na gut, wir werden uns auf jeden Fall noch ein Silo leisten können. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Da muss ich verkaufen. Aber ich glaube, wir werden nach links verkaufen. Und hier kann ich es ja. Ja, kein Geld mehr für Upgrades. Na gut, verkauft alles nach hier hinten. Wir sind da ungefähr bei einem Dollar. Das passt jetzt. Sind wir über einem Dollar. Das ist sehr gut. Dann könnt ihr hier gleich das Öl weiter abbauen, abfördern. Dann kann ich hier nämlich den Drill nämlich gleich leisten. Und es ist immer noch günstiger, ein weiteres Silo zu bauen, als die scheiß Spiritschwein. Wir nehmen noch mal ein paar Maulwürfe. Einmal hier hin und einmal dahin und einmal hier hin und einmal in die Ecke. Und gucken, ob wir noch irgendwas finden. 12 Felder können wir jetzt hier abgraben pro Maulwurf, die sie uns zeigen. Gucken wir mal. Oh, sogar ein sehr guter Preis inzwischen. Sehr guter Preis. Damit das ein bisschen flotter geht. Hier sind sie ja zu zweit. Oh Gott, ist das riesig. Und hier unten ist noch eins. Das wird auf jeden Fall neu sein, weil das passt einfach von her, genau. Und hier unten ist auch noch eins. Oh, da hinten ist er nochmal. Okay, gucken wir mal hier mit dem Scanner. Wo soll denn das bitte sein? Ja, hier fallen immer noch die Teile ab. Oh, ein relativ cleanes. Da können wir wahrscheinlich so einfach mal hinbohren. Ja, ist auch nicht besonders groß hier, aber ist es zumindest eins. Na komm, für 160, dann ist es schnell leer. Dann haben wir wieder Platz für neue Sachen. Müsste wahrscheinlich auch das letzte sein. Und wir sind wieder unter einem Dollar, verdammte Axt. Und die Preise purzeln wieder. Wir haben noch so viel Öl hier. Unglaublich. Ja gut, dann, wenn wir schon noch so viel Öl haben und wir die großen Silos schon besitzen, dann können wir die auch hier gleich benutzen. Dann versuchen wir diesmal ein bisschen mehr Geld rauszuschlagen aus der ganzen Sache. Es lohnt sich nicht, hier ein Upgrade weiterzumachen, um mir das schnell rauszuholen. Was? Wo denn? Das muss ja irgendwo hier unten sein, was ich nicht sehen kann. Ja. Öl, mehr. Ich mache mal das Turm mal ein bisschen größer. Ich bin ein bisschen übermütig. Oh, jetzt ist hier leer. Jetzt versiegt es. Das heißt, wir haben nur noch hier hinten die Ölquellen. Die eine Mega-Ölquelle. Guck mal, wie groß das Ding ist.
Da! Warum habe ich es nicht... Ah, jetzt hätte ich es doch hier anschließen können, weil die gerade alle geht. So ein Kack. Ich wollte sagen, doppelt pumpen, aber nein. Noch mehr Öl dahin? Oh. Hier hinten soll noch mehr Öl sein. Gut, dass er gemacht hat. Hat er mich kurz nochmal wach gedrückt. Wieder so eine kleine, aber egal, die pumpen wir auch an. Nächste Ölquelle suchen. Ich glaube, hier hinten kann ich ihn verkaufen. Ich mache mal nur die Hälfte erstmal. Ich möchte ja über einen Dollar behalten. Ah, die sind so schnell. Okay, alle dürfen. Alle dürfen. So. Damit das hier ein bisschen flotter von der Hand geht. Öl? Wo das denn? Ach, sieh mal einer an. Danke. Viele, viele kleine, die machen es natürlich die Gesamtsuche ein bisschen teurer. Auch mit dem Scannen und Maulwürfen und was da alles noch dazu gehört. Komm, scheiß drauf, damit das schnell weg ist. Weil die Leute sollen sich lieber hier hinten drauf konzentrieren und nicht hier vorne die ganze Zeit warten, bis hier mal was ist. Aber wir verkaufen für einen sehr guten Preis. Schon ist das Rohr wieder leer. Seht ihr, es hat sich nämlich der eine kurz hier festgefressen. Kurz vor Spirit Shrine. Aber genug Leute, die hier hinten hinfahren und die Sachen abpumpen. Sehr gut. Ganz schön eng bemessen mit 8 Pferden. Entschuldigung, ich habe jetzt wieder so einen Frosch im Hals. Kennt ihr da bestimmt, oder? Weiß einer von euch, wo der Spruch vielleicht herkommt? Ich mich nicht. Würde mich aber mal interessieren. Wieder über einen Dollar. Yeah! Und die haben die kürzeren Wege. Oh, es tut mir leid. Sorry. Wie sagt der blöde Frosch im Hals? Ich hoffe, er ist jetzt raus. Vielleicht sollte ich mal einen Schluck trinken, damit er gelöst wird. Jo, wir sind schon fast bei 40.000. Kriegen wir die 50.000 tatsächlich in der Folge wieder zusammen? Und wir sind schon im September, Leute. Alter, wie? Wir müssen das noch schneller... Ich weiß nicht, wie man das noch schneller der pumpen kann. Gar nicht wahrscheinlich. Wir haben schon die Maximalstärke. Ein zweiter Turm vielleicht, aber... Falls der dann tatsächlich hier mal alle sein sollte, damit es ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Wir pumpen so schnell wir kommen hier aus diesem System. Wisst ihr, was ich mache? Ich versuche mal ein bisschen zu cheaten. Mal gucken, ob das klappt. Na, das ist ja eine zweite Leitung, die sogar hier oben andockt. Und wenn ich den hier jetzt auch noch gleich aufpimpe. Ja, gucken, ob das klappt, meine Idee. Oh, und der Preis fällt schon wieder so stark. Jo, wir können das jetzt doppelt so schnell ausleeren, das hier. Weil wir sind schon im Oktober. $1. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee so. Verdammt. Der Preis ärgert mich gerade ein bisschen. Hey, wahrscheinlich werde ich es jetzt verscherbeln gleich müssen. Spätestens Ende November, wisst ihr, muss ich raushauen. Ah, die Preise sind echt unterirdisch. Machen wir ein bisschen vorspulen. Gucken, ob sich... Oh, rechts, rechts, rechts entwickelt sich gerade ein Superpreis. Ein Superpreis nicht. Ein akzeptabler Preis. Was? So viele Pferdchen? Ich habe so viele gehabt und die haben... Oh, verdammt.
Dann mussten wir dort tatsächlich am Ende noch Spirit Fine zahlen. Ja, letzter Monat. Und wir pumpen immer noch aus. Ah, wir kommen ans Ende, wir kommen ans Ende. Wir schaffen es in den Monat tatsächlich noch alles leer zu pumpen. So. Ich habe ein bisschen vorgespult, wie ihr es gesehen habt. Ach, verdammt, guckt mal links. Ach, verdammt, da haben wir jetzt noch ein bisschen Geld verschenkt. Na gut. Kein Diamant, aber alles leer gepumpt. Ah, verdammt, die Spirit Shrine fisst genau den Bonus. Verdammt, verdammt. Aber deutlich mehr als unsere Konkurrenz. Sehr geil, sehr, sehr geil, weil wir immer in unsere Unternehmen investiert haben. Deswegen kriegen wir höhere Profite als unser Gier nach Geld. Das habt ihr davon. Gier ist nie gut. Reinvestition in unsere Mitarbeiter, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Merkt euch das für die Zukunft, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, Daumen nach oben. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen oder in einer weiteren Folge in einem anderen Let's Play bei mir. Ja, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.